Jetzt hatten wir gerade aufgehört mit dem Objektiv. Ist eigentlich auch der perfekte Übergang zur nächsten Frage. Und zwar, wie sieht das aus mit den Fremdherstellern? Sigma, Tamron, das sollten so Zeiss, ja, aber autofokustechnisch spielen die natürlich nur bei Sony mit in der Rolle. Wie sieht das aus mit diesen Firmen? Warum sind die so hervorgeschnellt? Du hast es gestern in unserer Vorbesprechung formuliert, du hast gesagt, die sind vom, wie hast du es formuliert? Vom Dritt? Nee, vom irgendwie eine schöne Aussage hast du getroffen. Die sind zum Premium-Hersteller mutiert, so Vom irgendwie. dritten, also ja, aus der dritten Reihe zum Aus der, Premium-Hersteller. genau. Wie, warum, weshalb, wieso? Also, wie, ist es wirklich so, auch aus Objektivtester-Sicht so? Ja, also da muss man in der Historie ein bisschen zurückgehen. Und zwar ziemlich weit in die Anfänge der Fotografie. Ganz am Anfang hatten wir Kamerahersteller und Objektivhersteller, die waren ganz eng miteinander gebandelt. Soweit ich weiß, die erste Quanon, die erste Canon-Kamera hatte ein Nikon-Objektiv. Ja, also das ist Das ist komisch. heute lacht Ja, man irgendwie. drüber. Aber es ist so, die Kamerahersteller hatten im Endeffekt die Hände ganz klar auf der Objektivherstellung für ihre Systeme. Dann kamen Fremdhersteller, die in den Markt reingegangen sind. Und wie, da muss man über den Preis natürlich arbeiten. Das heißt, die haben immer dieses Stigma gehabt, naja, okay, ein Originalhersteller ist einfach top und wir kriegen die Kunden, indem wir einfach günstiger sind. Da mussten sie natürlich auch günstiger produzieren. Jetzt ist immer so eine Sache. Ich kann natürlich mit einer höheren Stückzahl die gleiche Qualität zum geringeren Preis anbieten. Ich muss aber erstmal in diese hohe Stückzahl reinkommen. Also der Einstieg ist an sich so, ist die ganz schwierige Phase. Und lange Zeit, ich muss sagen, also so die alten Objektive, es gibt schöne alte Objektive von Canon, von Tokina, von Sigma, von Tamron, von Tokina und von Sigma. Die sind schön, die waren auch innovativ, aber wenn ich da zu den Originalobjektiven gehe, die auch das Doppelte gekostet haben, Waren die einfach da besser? habe ich schon ordentliche Unterschiede teilweise festgestellt. Naja, jetzt mittlerweile ist es halt so, das sind ja Global Player. Ich meine, das sind keine kleinen also keine kleinen Firmen mehr. Es ist auch so, dass Hersteller, Originalhersteller, die machen ihre Objektive ja auch nicht alle selber, sondern ein ganz großer Anteil wird ja nach Order und Kommission bei den Fremdherstellern oder in anderen Fabriken gefertigt. Bei den Kompaktkameras, da stand auf dem Objektiv drauf Schneider, Zeiss, Leica, Casio, Canon, Nikon, das war alles dasselbe Objektiv. Die kamen alle von einer Linie. Also da war das am extremsten. Aber auch heute ist es nach wie vor so, dass Originalhersteller an Fremdlieferanten klare Spezifikationen rausgehen und die bauen denen das. Also die können das. Das Know-how ist mittlerweile absolut gegeben. Jetzt haben wir es so bei den großen Herstellern, Tamron und Sigma, das sind richtig große Firmen. Tokina hat es aber nicht so richtig ganz 100% geschafft, ne? Die haben auch vielleicht mehr Filter und mehr so drumherum Zeugs irgendwie im Angebot. Naja, also Tokina gehört zur Hoya-Gruppe. Und Hoya ist riesig. Hoya und Schott, das sind die beiden weltweiten Giganten, die die gesamte Glasherstellung unter der Fuchtel haben. Aber Also, die machen das Glas und müssen nicht noch die Objektive sozusagen genau. bauen, ja. Also, Tokina ist natürlich nur eine Untersparte. Ich meine, Tamron hat natürlich auch noch andere Bereiche, Sigma hat auch noch ein paar andere Bereiche, aber da ist der Objektivbereich ist ja viel, viel dominanter. Warum Tokina? Kann ich nicht Ja, sagen. Also, die waren aber mechanisch immer fantastisch. Tokina ATX waren immer ein Knaller. Da kann ich zu wenig dazu haben. sie haben nicht den Sprung so geschafft, ne? Die haben den Sprung so nicht geschafft, ne? Das ist wirklich Sigma und Tamron vorenthalten geblieben. Ja. Und jetzt ist es halt so, dass mit der Position, die Sigma und Tamron jetzt haben, da können die natürlich auch anders auftreten, auch mit dem Know-how, mit den verschiedenen Brennweitenbereichen, mit der Kompetenz im Bereich der optischen Entwicklung, die bei diesen Firmen besteht. Ich meine, die stehen denen von Zeiss, von Leica, von Nikon, von Canon, von Olympus, die stehen den Leuten nichts nach. Die Leute sind gut, die sind auf Ich einem Niveau. lese bloß immer wieder halt so, auf meine Kamera kommt nur Originalglas. Also. Aber
bescheuert, oder? Das ist in Ordnung. Von der Aussage her schon. Das ist in Ordnung. Ich kaufe auch nur Anzüge von Prada. War ein Scherz. Okay. Nein, aber wir sind bei der Sache Identifikation. Es ist ja auch was Schönes, aber also nach dem, was ich teste, ja. Man sieht eher so verschiedene Philosophien. Man sieht bei den Originalherstellern verschiedene Philosophien. Panasonic stimmt seine Objektive ganz anders ab wie Olympus, obwohl sie beide MFT sind, Micro Four Third. Also da haben sie sehr unterschiedliche Ansichten. Und was ich sehe bei Objektiven, die sehr ähnlich sind. Also nehmen wir so 70 bis 200, 2,8. Ein 70, 200, 2,8, also wenn ich da alle nehme, die auf dem Markt sind, da, die sind sich sehr ähnlich. Da hat man nicht viel Spielraum, was man machen kann. Und auch 70 bis 200, 2,8, das ist so eine Marke, die muss ich einhalten. Ich kann heute nicht sagen, ich biete ein 70, 200, 3,2 an. Nimmt mich keiner ernst. Dazu ist dieses 2,8 in den Köpfen. Wenn ich heute sage, ich biete ein 70, 200, 2,5 an, da werden die Leute wahrscheinlich eher ein bisschen irritiert. Vor allem wird das Objektiv auch deutlich schwerer und teurer werden. Problematisch. Also sprich, da ist nicht so viel Spielraum, was man variieren kann. Was ich zum Beispiel sehe, ist bei den sehr interessanten, bei den Festbrennweiten, da sieht man zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Sigma hat eine ganz klare Message rausgebracht. Die haben gesagt, wir wollen top einen Anschlag definieren. Zeiss Otus angehen. Ja, was möglich ist. Und wenn ich mal anschaue, ich meine Zeiss Otus, die Zeiss Objektive sind hervorragende Objektive, aber was Sigma da leistet mit der Art-Serie, Lichtstärke 1,4 bei dem 135er 1,8, die wollen es wissen. Also die gehen an die Grenze. Und aber halt auch mit den entsprechenden Nachteilen wieder. Haben wir schon immer gehabt. Ja. Ich meine, andere Beispiel, das 1,8 50 bis 100, irre, ist ein Wahnsinnsobjektiv. Nur muss man sich überlegen, Qualität, es gab schon immer, also bestes Beispiel sind die 50 mm Objektive, die gab es mit der Lichtstärke 1,2, Lichtstärke 1,4, Lichtstärke 1,7, 1,8 und Lichtstärke 2,0. Und wenn ich da mal so geguckt habe, dann war die Abstufung ganz einfach. Das eine hat damals 150 Mark gekostet, das andere hat 250 Mark gekostet, das nächste hat 500 bis 700 Mark gekostet und dann haben wir auf einmal 1000, 1200 Mark gehabt. Ja. Also sprich, jede halbe Blende hat im Endeffekt den Preis verdoppelt. Ja. Hat auch das Gewicht verdoppelt. Das Interessante an der ganzen Geschichte ist, es hat nicht die optische Abbildungsleistung verdoppelt, sondern es ist sogar so, dass die lichtstarken Objektive schlechter wurden. Man erkauft sich nach wie vor diese hohe Lichtstärke einfach mit Einschränkungen. Ich meine, ich habe das 50-1-2 gehabt und ich habe immer noch 85-1-2 und auch wenn es geil aussieht vom Look, aber die CAs, die man da hat, da kann man Bilder gar nicht mehr kolorieren. Die sind von sich aus grün und magenta. Ja, es ist so, es hat sich natürlich jetzt schon was getan im Bereich der Gläser, im Bereich der Korrekturen, die man Möglichkeit, besonders im Bereich der Asphären. Und also ja gut, aber das 85-1-2 ist immer noch 20 Jahre alt. Ist 25. Richtig. Ja, na gut, es ist 20 Jahre alt. Also dieses Objektiv ist nie dafür konstruiert worden, an 22, an 50 Megapixeln eingesetzt zu werden. Das ist nie dafür konstruiert worden. Noch nicht mal an 20, ne? Ja, also sprich, ich darf dem Objektiv auch nicht Unrecht tun. Das ist es. Ist nicht dafür konstruiert aber worden. Aber man kann Canon Unrecht tun, weil die verkaufen das Ding immer noch als Top-Objektiv zu aktuellen Kameras. Also wenn ich jetzt irgendwie zu Foto XY gehe hier im Laden und sage, ich will ein geiles 85er für Canon, dann kriege ich immer noch das Ding auf den Tisch gesetzt und Canon produziert es noch. Also man darf die auch nicht zu sehr in Schutz nehmen. Also das ist, sie verkaufen es schon noch als State of the Art und das kriegst du nicht aus den Köpfen raus, irgendwie diesen roten Ring. Ja gut, es betrifft nicht nur Canon, es betrifft ja alle. Ich meine, wir sehen es bei Pentax ja auch, die haben ja auch ihre Objektive anpassen müssen. Und das ist ja genau die Herausforderung. Also auch die Hersteller stehen, egal wer es ist, die stehen vor der Herausforderung, ihren bestehenden Objektivpool zu modernisieren. Ich meine, 70-200 2,8 Nikon, das letzte jetzt, ist der Brecher. Ist der Wahnsinn. Was waren da so deine Ergebnisse so generell? Wir haben jetzt ja noch das FE auf dem Tisch. Ja, also die setzen ganz, ganz oben an. Ja gut, aber ich meine, wenn ich 3.200 Euro... Ich wollte gerade sagen, es ist halt ein krasser Preisunterschied, ne?
Wenn ich 3.200 Euro für so ein Objektiv ausgebe, klar, dann erlaube ich natürlich auch da an die Grenzen zu gehen. Aber jetzt, um auf diese Philosophien zu kommen, die ich jetzt sehe, also bei Sigma, die gehen an den Anschlag. Was natürlich auch heißt, sie sind ja auch groß. Bisschen. Wenn ich jetzt sage, für mich persönlich, was ist mir wichtiger? Möchte ich maximale Leistung bei maximal verfügbarer Lichtstärke auf dem Markt haben? Das Gewicht ist mir egal und ich gebe auch den Preis aus, weil Sigma, also wir reden hier, wir reden bei diesen Objektiven und wir reden bei diesen Objektiven. Und es ist ja schon das hier. Ich meine, ja? Du hast jetzt gerade gesagt, das hast du getestet, war extrem geil. Ja? Kostet fast 3.000 Euro, 2.9. Ja. Das hier, das neue Tamron, kostet irgendwie 1.400. Das ist die Hälfte. Ich meine, es ist schon verblüffend, dass das für 1.400 Euro möglich ist. Also das ist genau die Sache, wo du hinaus willst. Ne? Das ist so, wie viel macht ein bisschen Unterschied aus, zurückzugehen und da noch vielleicht andere Sachen reinzustecken? Also wie stark die Planung ist. Es hängt natürlich auch mit Stückzahlen zusammen. Es hängt mit Entwicklungskosten zusammen. Da steckt sehr viel dahinter. Die Kosten für ein Produkt sind nicht die Herstellungskosten. Mhm. Wenn die Leute wüssten, was ein modernes Auto in der reinen Materialherstellung kostet, das ist nicht mal ein Zehntel von dem, für was es verkauft wird. Die würden alle nicht mehr zum Autohändler gehen, weil sie meinen, sie werden betrogen. Aber der Punkt ist, es muss ja alles drumherum auch noch bezahlt werden. Also wie die einzelnen Kalkulationen sind, das kann ich gar nicht. Aber für uns ist natürlich als Käufer oder für mich als Fotograf ist nur wichtig, was muss ich auf den Tisch legen und was kriege ich retour. Und da finde ich, also ich habe dich jetzt unterbrochen, was sind noch die anderen Ausrichtungen? Die andere Ausrichtung ist zum Beispiel, dass ich sage, ich gehe nicht auf die 1,4, ich gehe auf eine Lichtstärke 2,0 oder auf eine Lichtstärke 1,8. Das heißt, so wie damals bei den 50ern, die wir gerade gehabt haben, will ich die halbe Blende haben und habe dann entsprechend mehr Kosten und mehr Gewicht. Wenn mir das recht ist, ist das das bessere Objektiv. Wenn ich sage, ich brauche es kompakter und ich brauche diese Drittel oder diese halbe Stufe an Lichtstärke nicht, dann ist die 1,8er Variante die bessere Variante. Also ich persönlich, wenn ich ganz flexibel sein möchte, ich arbeite lieber mit den 1,8ern. Und wenn ich hoch kreativ sein möchte, dann arbeite ich lieber mit 1,4 und 1,2. Aber deswegen ist weder das eine noch das andere jetzt dem wirklich überlegen. Also lässt du da nicht so einen entscheidenden Faktor raus mit zum Beispiel Bildstabilisator? Also gut, es ist natürlich klar, dass wir so ein bisschen Tamron-Nutzer sind. Ne? Mhm. Was heißt bisschen? Mhm. Es ist einfach so gekommen nacheinander. Und für mich war die große Entscheidung, Tamron zu nutzen, oftmals der Bildstabilisator. In Verbindung mit der Zweidrittelblende. Also du hast es jetzt gerade so formuliert von wegen so, ja, will man halt eine Zweidrittel verzichten, dann nimmt man das kleinere und nimmt mal ein bisschen mehr offen. Aber dass die ja nochmal einen Bildstabilisator einbauen, der nochmal 3-4 Blenden in Grenzsituationen raushaut, das ist ja, also das darf man auch nicht vergessen. Also ich glaube, das ist die Doktrine, die auch vor allem Sigma und Tamron unterscheidet, oder? Dass die einen sagen, Blende auf und Stabi raus und die anderen sagen, Blende ein bisschen zu, kleiner machen, kompakter machen, günstiger machen und noch Stabi rein. Mhm. Also Bildstabilisator. Der Bildstabilisator ist ja auch nicht nur rosig. Nee, aber ist ja nicht eine Option, wo ich einfach sage, ach, packe ich rein oder packe ich nicht rein. Die Frage ist, kann ich denn einen Bildstabilisator überhaupt reinpacken? Mhm. Und ein Bildstabilisator bei hochlichtstarken Objektiven, also ich weiß noch, das erste 2,8-300 von Canon, da hat man seitlich, da war die Wandung vom Gehäuse ein bisschen dünn. Und wenn man aus Versehen da dagegen geklopft hat, dann, das war nicht der Bildstabilisator, sondern da ist der RF-Motor kaputt gegangen und dann war das Objektiv ein Totalschaden. Ehrlich? Ja, es geht um... Einfach, also... Ja, die hatten eine Schwäche damals. Und das ist mehr als Kryptonit, oder? Ja, das ist das Problem. Die Toleranzen sind extrem fein, mit denen man da arbeiten muss. Und beim Bildstabilisator ist es auch so. Die Toleranzen sind extrem fein und gerade bei den hohen Lichtstärken. Ein Bildstabilisator für einen 1,4er ist viel aufwendiger wie der für einen 1,8er. Weil die Linse auch viel größer wird. Ja, und weil man ihn auch präziser führen muss. Das heißt... Die können das vielleicht auch gar nicht sinnvoll reinbauen. Die Frage ist, was es dann kosten würde. Und das ist das ist immer das große Problem. Also ich bin ja jemand, der arbeitet eher vom Stativ und der macht nicht so unglaublich viel Dynamik und bei wenig Licht... Das ist nicht so mein Thema. Für mich persönlich ist der Bildstabilisator nicht so wichtig. Wenn du sagst, für dich ist der Bildstabilisator wichtig, dann sind wir automatisch bei dem Punkt, wo du sagst, das ist so entscheidend. Dann, also
Die Lichtstärke 1,8 ermöglicht dann in dem Fall, den Bildstabilisator mit einer hohen Qualität implementieren zu können. Mhm. Und das ist dann wieder der Vorteil von der 1,8. Also, und ich finde das total spannend, dass diese beiden Linien da sind. Also, ich darf nicht den Fehler machen, muss sagen, Lichtstärke über alles, sondern hier habe ich einen Vorteil. Ich bin immer wieder begeistert, wenn ich zum Beispiel so eine Art nehme und dann, das wird ausnahmsweise bei mir mal richtig 100% scharf und ich gucke drauf und denke, boah, das ist eine Hausnummer. Bloß das Problem ist, ich kriege es halt auch nicht auf die Straße oftmals umgesetzt. Ich gebe dir ein Beispiel mit, wo wir letztens unterwegs waren, wieder mit Autos, haben wir Car-to-Car-Shots gemacht und haben aus dem Auto rausfotografiert und die Kamera war am Auto festgemacht. Und normalerweise entkoppelt man die Kamera mit Federarmen und so weiter und so fort. Haben wir nicht machen können, weil dann wird ein Auto größer als 220, kann es nicht mehr fahren ohne Absperrung und sowas. Ja. Das heißt, wir haben probiert, das Auto klein zu halten. Dann hast du Vibrationen. Ja. Und dann gehst du schon, wenn du fotografierst, vom Gas und lässt dein Auto nur noch rollen. Ja, ja. Und hoffst sozusagen, dass in der Zeit, wo du die Fotos machst, halt auch kein Steinchen kommt. Ja. Und wir haben es probiert ohne Bildstabilisator, mit Bildstabilisator-Objektiv. Und es kam nichts raus. Klar. Ohne Bildstabilisator. Ja, weil die Vibrationen wurden vom Bildstabilisator so perfekt weggenommen, dass da halt brauchbare Ergebnisse rauskamen. Und du willst ja immer Moving Shots bei 30stel, 25stel machen. Also das ist so ein Beispiel, wo ich dann immer denke, so in der Praxis ist das so geil, Bildstabilisator. Aber also, es hat jetzt nichts mit Tamron nur zu tun, sondern ich habe mir auch von Canon das 4er IS geholt, anstatt das 2.8er ohne IS. Das ist ein super Hinweis, denn die Leute kaufen immer noch die hohe Lichtstärke, weil sie denken, dass sie viel Lichtreserven haben, wenn es dunkel wird. Das ist eine völlige Fehleinschätzung. Von 4 auf 2.8 ist eine Blende. Ist eine Blende. Das heißt, ich komme vom 30stel auf 60stel. Der Bildstabilisator heißt, dass ich um 3, 4, naja, das mit den 5 Blenden. Glaubt man mal nicht so sehr. Also. In manchen Situationen. Aber es sind auf alle Fälle, selbst wenn es nur 3 Blenden wären, dann sind das schon 2 Blendenstufen mehr, als ich mit der höheren Lichtstärke bekomme. Das heißt, ich würde eine hohe Lichtstärke nicht dafür kaufen, um mehr Reserven bei wenig Licht zu haben, sondern ich würde dann zum Bildstabilisator gehen, weil der eine deutlich höhere Erweiterung des Bereichs ist. Gut, kann man natürlich sagen, Motive bewegen sich und können auch nicht eingefroren werden, dann, wenn die Belichtungszeit zu lang ist. Ja, aber nichtsdestotrotz, die eine Blende kann man bei den meisten Motiven noch stillhalten. Ja, also ja, wobei realistisch gesehen ist, die Objektbewegung findet deutlich weniger statt als die Verwacklung, also als die Eigenbewegung. Die Eigenbewegung ist ja die was kaputt macht. Hat man nicht viele Porträts früher auch beim 50stel und 30stel gemacht? Also auch wirklich Porträts und so? Naja gut, ein Porträt darf ja ruhig ein bisschen unscharf sein. Das sagst jetzt du. Nicht so. Wie kann jemand, der Objektive auf ihre Schärfe testet und Millimeter pro Linie, pro Millimeter misst, noch solche Sprüche von sich hauen? Ist es okay, aber okay. Nein, das ist gut. Die Offenbarung, die ich gehabt habe, wo ich gesagt habe, es kann wirklich nicht sein, ist, wenn ich jemanden sehe, der ein 3000 Euro Hochleistungsporträtobjektiv bester Qualität in seinem Studio hat und dann schmiert er auf die Frontlinse Vaseline, damit es weich gezeichnet wird. Also, okay. Ja, das machen wir mit Instagram-Filter heutzutage in unserer Generation.